Oh, was ist das denn? Warte, ein neuer Friseur in der Stadt hat aufgemacht? Der hat aber ganz schön schlechte Bewertungen. Aber oh mein Gott, was sind das denn für Preise? Okay, perfekt. Ich brauche eh eine neue Frisur. Vielleicht kann ich zu dem hingehen. Der nimmt nur 2 Euro für einen kompletten Haarschnitt. Das muss ich sofort Easy erzählen. Easy, hallo? Oh, du stehst vor der Haustür. Denn? Hallo, bin schon lange hier. Was geht? Ich habe einen neuen Friseur gefunden. Hast du den gesehen? Der hat überall Werbung in der Stadt geschaltet, dass er aufgemacht hat. Jetzt ist diese Ranzblätter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hä? Das ist ein neuer Friseur. Du weißt, dass der alte super, super teuer war. Ja, und der neue ist super, super eklig. Da laufen Kakerlaken rum. Ich glaube, da wurde bisher nur eine Kakerlake gesichtet. Der hat... Ja, die Bewertungen sind nicht die besten, aber der muss ja nur meine Haare schneiden. Ich will ja gar nicht viel. Vielleicht ein bisschen Strähnchen, ein bisschen kürzer, vielleicht ein Pony. Okay, wenn du meinst, dass dich das glücklich macht, ist das bestimmt richtig lustig. Nein, das wird nicht lustig. Sag doch sowas nicht. Das wird schön, okay? Die Kakerlake. Nee, du wirst richtig hässlich aussehen, aber mach ruhig. Nein, okay, das will ich nicht, aber ich habe halt auch kein Geld. Oh mein Gott, da kann ich Fotos von dir machen. Das wird so funny. Okay, dann wünsche dir viel Spaß beim Friseur und lass dir die Haare nicht verunstalten. Dein Ernst? Okay, weißt du was? Ich gehe da jetzt hin. Du wirst überrascht sein, okay? Du wirst überrascht sein. Ich traue mich. Ja, Warte mal, wenn du meinst. Ach ja. So, da wären wir auch schon. Haare und Nägel. Das ist der ganz neue Friseur, der hier aufgemacht hat in der Stadt. Und ich glaube... Entschuldigung, Miss? Ja, hallo. Bitteschön, was kann ich für dich tun? Oh, Sie arbeiten hier? Ja, ich bin die Reinigungskraft, die Friseurin, die Steuerhinterzieherin, was auch immer Sie wollen. Steuerhinterzieherin, okay, verstehe. Ich brauche wirklich eigentlich nichts Wildes. Ich hätte gerne... Oh, ist das noch eine? Warte, guck kurz weg, ich muss die Kakerlake hier nur kurz... schon tot, alles gut. Was möchtest du? Du möchtest deine Steuern hinterziehen haben. Nein, ich möchte keine Steuern hinterziehen. Ich möchte eine neue Frisur. Ich bin ein bisschen gelangweilt von dem, was ich habe. Ich habe die schon so lange. Ja, da bist du richtig bei mir. Ich bin auch schon seit mehreren Tagen Friseurin. Warte, okay. Ich wollte sowieso gerade noch die Puppe da hinten frisieren. Guck doch erstmal, wie dir das gefällt. Und ja, wir machen das schon, okay? Okay, ja, das klingt gut. Okay, das, die haben so eine richtige Schaufensterpuppe. Schere. Ah, Mist, wo ist meine Schere? Ach, egal, dann nehme ich halt die Axt hier. Oh mein Gott. Problem. Und zack. Oh ja, das geht auch. Oh mein Gott. Hä? Das ist ja gar nicht schlecht geworden. Aber mit der Axt ist ein bisschen beunruhigend, aber... Hey, das ist voll eine schöne Frisur geworden. Dringend, ich muss mir erstmal eine Runde hinsetzen hier. Oh Mann. Okay, also... Okay, dann, ich hab Vertrauen, okay? Ich glaube... du machst einen guten Beruf. Ich setze mich hier schon mal in den Stuhl. Ich bin gerade noch ein bisschen erschöpft. Bleib bitte mal hier so. Ich habe jetzt hier ein Handy. Kannst du mir bitte mal eine Frisur zeigen, die dir gefallen würde? Ja, na klar. Warte. Ja, hier bitteschön. So, ich sehe hier... So, wenn du gerade einmal guckst. Hier das zweite von rechts. Einfach ein bisschen mehr Volumen oben. Vielleicht ein paar extra Strähnen dran. Okay, also grün. Nee, keine Farbe. Ich möchte erstmal wirklich blond bleiben. Ich wäre okay damit. Okay. So ein paar, die vorderen Stückchen ein bisschen heller. Ja. So ein bisschen mehr Platin. Ja, genau. Klar? Genau. Ja, okay, verstehe. Also grüner Kurzhaarschnitt mit krausen Locken, ja? Nein! Genau, das habe ich verstanden. Alles klar. Noch irgendwelche Fragen? Das muss ein Witz sein. Ja, dann setz dich mal hin. Okay. Ich würde sagen, wir legen los. Was? Okay. Oh mein Gott, mit der Axt einfach. Oh ja, das wird super. Hier noch ein bisschen. Was? Ey, das ist viel zu kurz. Was ist das denn? Die sind überhaupt nicht schön. Du hast doch Kurzhaarschnitt gesagt, das hast Nein, du selber gesagt. Ich hab's auf meinem Handy aufgenommen. Ja, ich doch, gesagt, grüner Kurzhaarschnitt. Etwas kürzer, aber nicht... Okay, warte. Okay, wie auch immer. Es sieht noch okay aus, ist kein Ding. Vielleicht kannst du das fixen. Wie gesagt, ich hätte die vorderen Strähnen gerne einfach... Die sind jetzt ja heller. Einfach den Rest ein ganz bisschen dunkler. Ah ja, warte, ganz kurz. Da ruft gerade jemand an. Okay. Ja, hallo, bitte. Ach so, wegen der Steuergeschichte. Ja, kein Problem. Die Mafia kommt hier bald vorbei. Ja, wir machen das schon. Geldwäsche? Ja, erledige heute Abend. Okay, ich habe da noch viel zu tun. Ich habe hier gerade eine Kunde, die will sich echt eine Frisur von mir machen lassen. Okay, ciao.
Ja, es kann weitergehen. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Waffen. Nachher kommt noch ein Kollege vorbei. Ich habe tatsächlich doch Angst vor Waffen. Was? Ich habe Mafia gehört. Was? Mafia? Ich habe Muffin gesagt. Ich backe gerne Muffins. Mafia klingt gar nicht gut. Doch, so ein Muffin hier. Wie den? Willst du auch ein Stück hier, bitteschön? Oh, der ist tatsächlich gar nicht schlecht. Dankeschön. Okay, dann... Ja, ich bin Hobbybäckerin. Dann machen wir damit die Haare. Wo soll ich hin? Hier in die Mitte? Ja, hier, okay. Grünen Stuhl. Ach, perfekt. Warte. Das riecht nicht gut. Das wird grün. Das wird tatsächlich grün. Oh Mann, wir sehen aus wie Zwillingsschwestern. Oh, ist das ich super? Will nicht aussehen wie Zwillingsschwestern. Ich will meine Haare zurück. Oh mein Gott, das sieht ja furchtbar aus. Okay, weißt du was? Du hast deine Bewertung verdient. Ich gehe jetzt so easy. Entschuldigung, ich kann das wieder fixen. Gib mir noch eine Chance, okay? Es war nur ein Joke. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Wir kriegen das wieder hin. Ja, die Farbe wäscht sich ganz schnell aus. Okay, komm. Okay. Dann wasch sie aus. Wir waschen dir die Farbe aus und dann machen wir, was du möchtest, okay? Okay, ja, ich möchte einfach wieder zurück. Und oh mein Gott, mit der Axt schon wieder. Ja, gar kein Problem. Ich mach das schon. Okay, das fühlt sich schon mal wieder besser an. Oh, die sind ganz schön verstrubbelt. Aber die Farbe ist immerhin weg, das grausige Grün. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und hast du mir da... Wieso sind die auf einmal wieder lang? Ja, die sind ein bisschen nass, ein paar Extensions drin. Setz dich nochmal hin, ich style den Rest, okay? Dann siehst du gleich wieder aus wie vorher. Okay, cool. Okay, bist du bereit? Ich hole nur kurz noch ein Tool, was ich brauche. Warte, das geht in der Garage. Ja, hier. Wieso in der Garage? Oh mein Gott, nein! Den Rasenmäher. Nicht mit dem Rasenmäher! Okay. Doch, ich schneide die Haare! Was? Aber die sind doch viel zu kurz! Warum sind denn da diese komischen Strähnen vorne? Was ist das denn? Oh, ich finde, du siehst so toll aus. Mann, habe ich das wieder gut hingekriegt? Das sieht furchtbar aus. Du hast die Strubbel einfach hinten in den Zopf gemacht, aber die sind viel zu kurz. Du siehst super aus. Ich bin die beste Friseurin der Welt. Oh yeah. Oh okay, die Bezahlung. Ich krieg mein Geld. Hier bitte einmal. Ist das denn ernst? Ich kann doch so nicht rausgehen. Ich sehe aus wie ein Junge. Ja, wenn du dann... warte mal kurz. Ich hol dir kurz... hinten. Ja. Ich kram schon also, mal. Hier ist meine To-Go-Box. Normalerweise liefere ich damit Sachen, naja, du weißt schon. Aber vielleicht kannst du die dann einfach auf den Kopf setzen. Hier, bitteschön. Du sagst die ganze Zeit Sachen, die ein bisschen, ich sag mal, kriminell klingen. Was lieferst du aus im Normalfall? Ach, weißt du, mit Frisuren dem Frisuren kann man nicht ausliefern. Kann ich alles leisten. Deswegen habe ich noch ein paar Nebenjobs. Aber ist ja auch egal. Setz mal die Box auf den Kopf. Ist das wirklich die Lösung hier? Ich habe jetzt eine Box auf dem Kopf. Ich finde, das steht dir. Siehst besser aus als vorher. Ich sehe tatsächlich besser aus als mit dieser komischen Kurzhaarfrisur. Immerhin ist das Grün raus. Okay, dann hier sind deine 2 Euro. Viel Spaß damit. 2 Euro, dankeschön. Oh mein Gott, das ist der schlechteste Friseur. Easy hat recht. Ja, mach's gut. Und besuch uns wieder. Ganz sicher nicht. Ich hoffe, der blöde Laden macht zu. Easy. Warte, ich klingel hier mal. Bin gerade in der Garage. Was gibt's denn? Ich komm mal kurz rein. Die Garage ist hier an der Seite, ha? Huh? Ich sehe aus wie... Oh, du hattest recht, ich hätte nicht zum Friseur gehen sollen. Aha, kann gerade nicht so viel sehen. Ich war gerade beim Augenarzt und der hat mir eine Brille verschieben. Du siehst gut aus. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich habe eine Box auf dem Kopf. Was? Wo bist du überhaupt? Ich kann dich gar nicht richtig sehen. Warte, ich zeig's dir. Guck mal, die sind einfach alle abgeschnitten. Das ist dieses mit einem Rasenmäher. Ach, über das meine Haare. Siehst du? Nein, easy hier. Ja, du siehst aus wie immer, Ronja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh mein Gott. Meine ganzen Haare sind weg. Zwischendurch waren die grün. Neongrün, ob du es glaubst oder nicht. Ja. Echt? Oh Mann, also... Naja, ich finde, der Friseur hat das echt besser hingekriegt, als ich dachte. Du hattest so recht. Die hat auch eine Kakerlake getötet, als sie da war. Ich glaube, die hinterzieht Steuern und ist irgendwie komisch involviert mit der Mafia. Ich habe keine Ahnung. Aber geh da nicht hin. Geh auf keinen Fall. Geh da hin. Warte mal, mein Ohrenarzt hat mir auch irgendwas verschrieben. Ich höre nicht so recht. Du hast gesagt, ich soll da auch hingehen? Nein, geh da nicht hin. Ich soll auch da hingehen. Oh, okay, alles klar. Dann versuche ich das auch gleich mal. Danke. Schön, dass es bei dir so schön geworden ist. Oh mein Gott, nein! Ich muss hier irgendwie aufhalten. Auf zum Friseur! Ronja! Oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Also entschuldige mal, aber du hast mir den Friseur empfohlen. Ich habe dir gar nichts empfohlen. Ich habe gesagt, geh da auf keinen Fall hin. Das habe ich aber anders verstanden. Also, Mann, meine Haare, oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Deine sind immerhin hübsch und lang noch. Meine sind einfach abgeschnipselt. Ja, immerhin hast du noch die gleiche Haarfarbe, also beschwer dich mal nicht. Ich habe auf einmal bunt.
Ja, okay. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge von Wir besuchen einen Ein-Sterne-Friseur in Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und dann schaut auch bei Easy vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.